war noch nie einfacher, ein Game zu entwickeln. Jeder hat Zugriff auf die nötige Software und kann zumindest theoretisch direkt loslegen, ein eigenes Game zu kreieren. Und weil es einfacher ist denn je, ist es auch schwieriger als jemals zuvor. Widersprich dir doch nicht selbst, du Gehirnakrobat! Denk dir jetzt. Aber das Ding ist, weil es so einfach ist, ein Spiel zu erschaffen, machen es auch dementsprechend viele. Und das bedeutet, es gibt so viel Konkurrenz wie noch nie. Also auch wenn sich mittlerweile jeder verwirklichen kann, Erfolg damit zu haben, ist eine der schwierigsten Challenges überhaupt. Hinter einem erfolgreichen Videospiel steckt nämlich deutlich mehr, als man zuerst erwartet. Alleine das Grundkonstrukt besteht aus 7 Skills, die heutzutage alle eigene Berufe sind. Du kannst schon programmieren, jetzt brauchst du nur noch 6. Aber dann fehlen dir immer noch 6 andere Skills, um dein gutes Spiel zu erschaffen. Programmierer ist also bereits vorweggenommen als einer der 7 Skills. Das war auch irgendwie immer der Job, der uns allen klar war bei Games. Natürlich muss es wer programmieren. Und wenn wir uns dann denken, wir haben eine tolle Idee oder wir wissen, wie ein vorhandenes Game noch besser sein könnte, ach, könnte ich doch nur programmieren, dann wäre mein Game besser. Und das ist genau der Punkt, wo wir alle falsch liegen. Denn ja, ihr habt sicher tolle Ideen, aber was vielen nicht bewusst ist, ist, dass zwischen Idee und Umsetzung nicht nur ein kleiner Spalt ist, sondern ein massiver Canyon. Eine Idee ist natürlich ein notwendiger Anfang, aber die Umsetzung beinhaltet Dinge, an die kaum wer denkt. All die Details rund um die Idee müssen existieren, damit es überhaupt funktionieren kann. Ungefähr so wie bei YouTube-Videos. Sehr leicht denkt man mal, naja, da stelle ich mich hin, rede mir meine Ideen vom Herzen und dann lade ich's hoch, ist doch nicht schwer. In der Realität kommen dann aber Dinge hinzu, woher bekomme ich jetzt die visuellen Inhalte fürs Video? Und man merkt plötzlich, wie viel Arbeit es ist, Stock-Footage zu finden und auch noch sinnvoll aneinander zu reihen. Dann muss noch der Sound passen, Musik an der richtigen Stelle dazu, die Musik muss man auch natürlich erstmal finden. Abgesehen davon muss natürlich der Inhalt recherchiert werden, denn man will am Ende auch nicht 100 faktische Fehler drin haben und. Plötzlich wird aus, ich rede meine Idee einfach ein und lad's hoch, ein 20-stündiges Projekt. Bei Videospielen ist es ähnlich, außer dass es noch um einiges mehr Aspekte zu berücksichtigen gibt. Es wird nochmal um einiges komplizierter als bei einem Video. Als Programmierer ist ganz klar, es wird Code geschrieben. Kennen wir alle aus Hacker-Momenten in Filmen, aber was macht so ein Programmierer jetzt wirklich? Er setzt das um, was die Game Designer als Idee liefern, falls es umsetzbar ist. Und genau hier liegt die größte Herausforderung. Ihr bekommt eine rohe Idee für ein Spiel und müsst erstmal rausfinden, wie sich das Ganze umsetzen lässt und ob sich das Ganze überhaupt umsetzen lässt. Wenn etwas nicht passt, dann heißt es erstmal warten. Die Game Designer sind am Zug. Die zweite Säule eines jeden Games. Ein Game Designer muss sich von null weg überlegen, worum es überhaupt in dem Spiel geht. Das geht von der Story und den Charakteren bis zu dem Sinn und dem Spaßfaktor des Spiels. Hier entsteht die Grundidee, die hoffentlich umsetzbar ist und dann in weiterer Folge auch hoffentlich Spaß macht. Das sind dann auch die Namen, die wir später als die Erfinder des Spiels hören. Zum Beispiel Shigeru Miyamoto, den ihr hoffentlich aus diesem Video schon kennt. In enger Zusammenarbeit landet das Ding dann immer wieder beim Programmierer. Der muss dann umsetzen und erstmal beginnen zu basteln. Ihr kennt das Gefühl, wenn ihr nur eine Box voller Legosteine habt und erstmal irgendwo beginnen müsst zu bauen? Genau da beginnt der Programmierer jetzt. Nur, dass es noch viel komplizierter ist. Hier ein Beispiel, das gut beschreibt, womit ein Programmierer sich dann wirklich herumschlägt. Blöcke sollen einen Durchsichtigkeitseffekt bekommen. Hier wird ein komplizierter Effekt angewandt, der sich Deferred Rendering nennt, eine Alternative zum Forward Rendering. Dabei werden nur die Pixel, die wir auch am Bildschirm sehen, beleuchtet und von anderen Effekten berücksichtigt. Das wird erreicht, indem man normale Farb- und Tiefendaten und ein paar andere Sachen in Buffer rendert, die dann später in Beleuchtungsformeln benutzt werden. Das funktioniert dann erstmal, bis transparente Objekte dazukommen und mehrere Pixel zusammengefügt und beleuchtet gehören. Das Problem wird gelöst, indem alle Deferred Data Buffers dupliziert werden und separat gerendert und beleuchtet werden und danach wieder zusammengefügt werden. Im finalen Mischungsschritt. Versteht ihr? Nein? Okay, gut. Wir auch nicht. Während ein Programmierer all das macht, werden die Legosteine, die zusammengesetzt werden, aber von anderen Leuten designt und erstellt. Die dritte Säule. Game Artists. Das sind die, die zeichnen können. Wie soll ein Alien aussehen? Boom! Concept Art. Sie bekommen vom Designer nur gesagt, wie sich alles anfühlen soll und setzen dann visuell um. Oft erst am Papier und dann in 3D-Programmen. Dort werden Charaktere erstellt, es wird überlegt, wie sich diese Charaktere bewegen. Zusammengefasst ist es eigentlich alles, was wir Spieler sehen. Als Game Artist wird außerdem dafür gesorgt, dass der Spieler checkt, was abgeht. Wer ist Freund? Wer ist Feind? Wo bin ich gerade? Wie viel Leben habe ich noch? Und natürlich noch viele andere Infos.
Und die müssen sehr klar und sehr schnell an den Spieler kommuniziert werden. Denkt euch nur mal, wie lange herumgeartistet wurde, bis so ein Clusterfuck in League annähernd übersichtlich war. Dann kommt auch noch dazu, dass alles schön aussehen muss, das Licht muss passen, die tausenden Texturen müssen passen und jedes kleine Detail, Rüstungen, Waffen, bla bla bla. Ein Programmierer implementiert all den Shit dann, aber irgendwie fühlt sich das Ganze trotzdem noch eher unrund an. Es fehlt etwas. Die vierte Säule. Audio Engineering. Auch hier glaubt man zu wissen, was genau dahinter steckt, aber wie bei jedem Job im Game-Sektor wird der Aufwand heftig unterschätzt. Vor kurzem gab es sogar einen kleinen Skandal bezüglich Doom, wo der Audio-Engineer bzw. Komponist den Developer heftig kritisiert hat, weil die Zusammenarbeit so gar nicht funktioniert hat. Musik bzw. Sounds für ein Spiel zu erstellen ist eine ganz spezielle Challenge. Kaum bei einem anderen Medium ist der Sound so wichtig wie bei Games. Auf Geräusche zu kommen, die sich ganze Generationen merken, wie das hier. Das hier oder das hier ist keine Aufgabe von einem Tag. Das erfordert viel Ahnung und vor allem viel Zeit. Und die schiere Anzahl an Geräuschen in modernen Spielen ist schon krass. Jeder einzelne Sound davon muss überlegt und produziert werden. Jeder Stöhner, jeder Schritt im Schnee, jedes Schwert muss ein Geräusch bekommen. Und dann muss das Geräusch natürlich auch noch zur Umgebung passen. Sind wir in einer Höhle, dann muss es auch so klingen. Und dann haben wir auch noch gar nicht begonnen davon, wie präzise und anstrengend es ist, eine aufgenommene Stimme auf die Mundbewegungen eines Charakters anzupassen. Ein Problem bei dem erwähnten Doom-Drummer war übrigens, dass der Audiotyp Soundtracks für Level erstellen musste, die noch gar nicht existiert haben. Geräusche für Situationen, die noch gar nicht im Spiel funktioniert haben. Hier hatte nämlich die fünfte Säule des Game Developments ihre Arbeit noch nicht weit genug. Der Level Designer. Der Architekt jeder Map, jedes Rätsels und ja so ziemlich jeder spielbaren Sequenz eines Games. Er entscheidet, wo Schnee liegt, wo eine Höhle passend ist, wann Kämpfe kommen und generell was in dem Moment am besten zu dem passt, was der Game Designer als Konzept geliefert hat. Das macht er, indem er Ahnung von Geologie und Architektur hat. Für God of War wurden die Level Designer sogar nach Skandinavien geschickt, um die Biome besser zu verstehen, die sie im Game anwenden mussten. Dann kommt noch dazu, dass es natürlich auch immer spannender für den Spieler sein muss. Das heißt, das Pacing wird durch den Aufbau der Map entschieden. Viele Storygames scheitern also vielleicht gar nicht an der Story, sondern einfach nur an schlechtem Leveldesign. Esports-Games sind dann wieder was ganz anderes. Jeder Millimeter ist entscheidend, wo sollen Chokepoints sein, wann sollen Leute wo aufeinandertreffen, wo braucht's Deckung, wo darf wer wen wo sehen. Ein Leveldesigner muss aber natürlich nicht alleine entscheiden, wann er glaubt, dass es passt, sondern hat dabei, abgesehen von allen anderen Kollegen, die ständig Feedback untereinander geben, auch die sechste Säule des Videogame-Developments hinter sich. Die Game-Tester. Der Berufswunsch eines jeden 10-jährigen Fortnite-Amateurs, aber ehrlich jetzt, Games testen ist nicht der glorreiche Beruf, den wir uns früher alle gewünscht haben. Die Sachen, die hier getestet werden, sind oft noch weit entfernt davon, schön auszusehen oder überhaupt gut zu funktionieren. Von Spaß dabei haben ist oft lange noch nicht die Rede. Es geht im Endeffekt darum, zwei Hauptdinge rauszufinden. Wo sind Bugs und was am Spiel macht Spaß? Die Bugs gehören weg und die Dinge, die nicht spaßig sind, gehören raus. Klingt jetzt einfach, aber jede kleine Ecke und jede noch so dumme Interaktion im Spiel muss hier hunderte Male getestet werden. Darf ja kein Bug übrig bleiben und soll am Ende lustig sein. Das braucht sehr viel Zeit und manchmal kommt man hier erst drauf, dass das Spiel vielleicht einfach nicht lustig ist. Ob man dann das Development abbricht oder trotzdem zwanghaft das Game released, zeigt ziemlich deutlich, wie ernst man seinen Job als Developer nimmt. Oder manchmal hat's auch nichts mit den Developern zu tun, sondern der Befehl kommt von Säule Nummer 7. Die Säule mit den meistens negativsten Auswirkungen auf ein Spiel, aber gleichzeitig die notwendigste aller Säulen. Der Producer. Zuständig fürs Geld- und Zeitmanagement, oftmals liegt es am Producer, dass ein Spiel vorzeitig und komplett verbuggt rausgeschmissen wird. Wenn Budgets und Deadlines nicht gut geplant werden, macht im Prinzip auch jede andere Säule keinen Sinn mehr. Wenn Säule 7 brüchig ist, dann stürzt das ganze Konstrukt in sich zusammen. Das waren die 7 Säulen, die hinter jedem Spiel stecken. Jede dieser Säulen hat je nach Größe des Games auch noch viele Unterkategorien, aber das hätte den Rahmen wohl ziemlich gesprengt. Wir schätzen jetzt jedenfalls jeden Aspekt eines Games ein wenig mehr, aber gleichzeitig wissen wir auch ganz genau, wer schuld ist, wenn das nächste Mal was nicht passt. Okay, bye!